ein paar Begriffe, die ich zum Teil ja schon genannt habe. Was sind Java-Applikationen? Das sind Java-Programme, mit denen wir uns im Rahmen dieser Vorlesung beschäftigen werden. Das sind Java-Programme auf Betriebssystemebene. Davon unterschieden werden können Java-Applets, sogenannte Java-Applets. Das sind Java-Programme, die in WWW-Browsern ablauffähig sind. Damit werden wir uns im Rahmen dieser Vorlesung nicht beschäftigen. Was ist das JDK? Das ist das sogenannte Java Developers Kit. In diesem Java Developers Kit werden zur Verfügung gestellt die Java-Entwicklungswerkzeuge, wie der Compiler, der Interpreter, die Dokumentationshilfen. Hier finden sich aber auch die Klassenbibliothek oder die Java Virtual Machine, die JVM. Was ist das? Die Java Virtual Machine ist im Prinzip der Interpreter, der den Java Bytecode, der vom Compiler erzeugt wird, interpretativ ausführt.